Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World. Wir sind mit unserem Containerzug immer noch fleißig auf dem Weg hier über den Pass und haben jetzt noch 12 Meilen zurückzulegen bis zu unserem Zielort. Hier in dieser wunderschönen Landschaft. Guckt euch das mal an hier. Sieht doch mal richtig gut aus, oder? Richtig gut. Oh, warte mal. Bremse erstmal wieder los, weil Bremse brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Hier geht es momentan 1,4% Steigung haben wir hier. Und da vorne in 400 Yards sind wir. Geschwindigkeitsbegrenzung 25 Meilen. Die haben wir jetzt auch schon aktiv. Insofern ist da eigentlich nicht allzu viel zu beachten. 1,6%. Jetzt geht es hier richtig schön bergauf, liebe Leute. Und das sieht so cool. Ich bin immer noch so begeistert, ne? Guck mal, wir können jetzt mal... Guckt euch das mal an. Hier schön durch das Tal. Muss mal wieder rein jetzt hier. Nicht, dass wir wieder... Hier schön durch das Tal, an dem Fluss entlang und so. Das ist echt cool. Ja, aber irgendwann sollte diese Fahrt vielleicht auch mal zu Ende sein. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die jetzt noch geht, aber für 12 Meilen brauchen wir halt auch immer schon so ein bisschen, ne? Das ist ja auch 12 Meilen Luftlinie, glaube ich, nicht unbedingt Fahrtstrecke auf der Schiene. Das heißt, man kann auch gar nicht sagen, wir brauchen jetzt noch eine halbe Stunde oder so bei 25 Meilen. Oder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir kommen unserem Ziel auf jeden Fall immer näher. Und das ist das Wichtige momentan, ne? Dass wir die Container dann auch langsam mal zu unserem Zielort bringen. Und dass wir dann demnächst mal hier ein neues Szenario starten können, ne? Wir haben ja, ist ja bisher das, nach den Ausbildungsszenarios, das erste... Ja, beziehungsweise das zweite, das erste Rang war dieses Rangierszenario. Das zweite Szenario, was wir jetzt haben, oder was wir jetzt fahren. Und dabei gibt es ja noch so viel andere Sachen, ne? Es gibt ja noch Szenarios im Schnee und weiß ich nicht was. Und da habe ich schon ein paar Bilder von gesehen und auch mal in anderen Videos ein bisschen was. Die Schneeszenarios sehen unfassbar gut aus von der Grafik her. Dass dann die Waggons und die Locker ein bisschen schneebedeckt sind und so. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, und einige von euch hatten ja auch schon gefragt, ob wir nicht mal Train Sim World in einem Stream fahren wollen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Und zwar irgendwie vielleicht einen Donnerstag-Stream nehmen oder so. Und dass wir da dann mal ein Szenario fahren, von Anfang bis Ende. Die sind ja meistens so... Oh ja, Egon ist übrigens auch wieder mit am Start. Die sind ja meistens so 120 Minuten oder in dem Dreh sind die lang. Das heißt, das würde vielleicht in den Stream ganz gut passen. Wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie da euer direktes Feedback dann jetzt so drauf wäre. Ob wir Train Sim World mal in einem Stream spielen wollen oder doch eher weitere aufgenommene Folgen. Aber das könnte, also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass es vielleicht ein Spiel für einen Stream sein könnte, weil man doch, schätze ich mal, sich relativ viel auch mit dem Chat beschäftigen kann, ne? Das ist mir ja mal ganz wichtig, die direkte Interaktion mit euch. Das heißt, während des Streams auch den Chat im Blick haben. Ich habe übrigens immer noch nicht rausbekommen, wie wir jetzt diese Schilder hier interpretieren müssen. 25 Meilen, okay, das ist klar, aber die obere Zahl, keine Ahnung, was die heißen könnte.
so, okay, das ist. Ah, okay, alles klar. Rechtsklick, Kamerasteuerung deaktivieren. Das heißt, dann kannst du hier klicken, wie du willst. Das ist auch ganz praktisch. Auch gerade erst rausgefunden. Habe ich vorher nicht gewusst. Okay, 2 Meilen, gelbes Signal müsste das ja dann sein. Das ist eine Eisenbahnschwelle? Tatsächlich. Liegt hier einfach so rum, wa? Ja, aber so alles in allem ist das natürlich. Also ist Trains in World, glaube ich, doch jetzt eher das Spiel, wo wir während der Folge so ein bisschen quatschen können, beziehungsweise ich so ein bisschen erzählen kann und ihr hört geduldig zu und seht dabei, wie wir hier Zug fahren. Weil so wirklich viel passieren tut ja nicht, ne? So. Unbeschrankter Bahn, oh ne, ist sogar eine Schranke. Ist sogar eine Schranke, guck an. Hätten wir gar nicht anmachen brauchen, das Leutwerk hier. Generell, wie gesagt, muss ich sagen, ich freue mich auf neue Inhalte von Train Sim World. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, Personenverkehr soll ja noch dazu kommen. Und da bin ich auch mal gespannt, wann die ersten Erweiterungen kommen von Drittherstellern. Da lebt ja eigentlich der Train Simulator von, ne? Dass Dritthersteller, dass wir Erweiterungen durch Dritthersteller bekommen. Sei es deutsche Strecken. Auf die deutschen Strecken freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Wobei das wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern wird, weil es, zumindest soweit ich weiß, noch keine Gelände- und Fahrzeugtools gibt, mit denen Dritthersteller oder eben auch ihr persönlich oder wir persönlich als Spieler Inhalte erstellen können. Ich meine, diese Editoren gibt es noch nicht. Ja, und je nachdem, wann die dann kommen, wird es dann hoffentlich bald auch weitere Inhalte geben. Weil ich muss sagen, ich finde die amerikanische Strecken, die ist ja okay, ne, die Strecke hier. Die sind wir jetzt auch noch nicht wirklich viel gefahren. Das heißt, satt gesehen habe ich mich daran noch nicht. Aber ich muss sagen, ich freue mich halt doch mehr dann auf deutsche Strecken. Ist halt einfach so. Hoppala. Das ist halt einfach so, weil da hat man auch einfach so ein bisschen mehr den Bezug zu, ne? Ist ja auch ganz normal und ich glaube, da gibt es gerade so die Strecke hier Hannover-Hamburg zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es dann gerade mit den Rangierbetrieben und so weiter richtig coole Szenario-Möglichkeiten. Und da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, aber wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich noch ein wenig dauern, bis wir in den Genuss kommen. Und so lange zuckeln wir halt auch den amerikanischen Strecken weiter. Ich bin mal gespannt, ob dann die Personenzüge auch hier auf der gleichen Strecke fahren. Weil ich glaube, die haben in Amerika komplett ein anderes Schienennetz als die Frachtzüge, Güterzüge. Aber da müssen wir uns so überraschen lassen. Ich meine nur gehört zu haben, dass als nächstes Personentransport mit reinkommen soll in Train Sim World. Und das dann logischerweise auch erstmal nur auf den amerikanischen Strecken. Liegt ja auch nahe, weil die gibt es ja bisher auch. Nur. So, also wir kurz die Maschinen checken. Ne? Okay, das ist die. Ah, da ist die Geschwindigkeitsanzeige, okay. Aber da fehlt mir, also das ist ja eine analoge Anzeige, so ein bisschen. Das heißt, da müsste man tatsächlich komplett mit den Schildern fahren. Und solange ich die nicht so super verstehe, werde ich das, glaube ich, nicht ausschließlich machen, sondern immer schön weiter hier auch die Digitalanzeige mit im Blick behalten. Weil muss ich ja zum
Ah, gut, könnte man halt mit Rechtsklick und so arbeiten, ne? Dass du den Fokus rausnimmst aus der Maus. Nicht mehr zum Umgucken, sondern zum Bedienen. Hat man zumindest diese ganzen Anzeigen nicht mehr, aber vielleicht gefallen euch die Anzeigen auch. Weiß ich ja so erstmal nicht. Ich lasse es erstmal drin. Guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Fluss. Ist schon cool. Ist echt cool. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen raus. Hast du was gesagt? Ach, guck mal. Es ist. Oh. Oh. Boah. Oh, da ist. Oh, da ist er wieder. War wahrscheinlich gerade mal irgendwie austreten oder so. Ich dachte gerade, wir hätten unseren Egon verloren. Kannst du mir doch nicht so einen Schrecken einjagen? Aber ich könnte schwören, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hat er noch was gesagt. Aber sobald die Aufnahme läuft, ist er immer unglaublich schüchtern und dann kriegt er wieder keinen Ton raus. Es ist Egon, ich sag dir, du musst mal ein bisschen an dir arbeiten. Ja, nicht immer hier so stumm auf stummen Recher machen und die aus dem Fenster gucken. Kein Wort sagen. Die Leute wollen auch von dir mal was hören. Ah, naja. Kann ich so viel erzählen, wie ich will. Er lässt sich einfach nicht überzeugen. Weißt du, sonst in der Pause quatschte immer ohne Ende. Und jetzt? Ja. Kein Ton. Naja. Vielleicht ja irgendwann mal. So, wir fahren hier immer noch in 1% Steigung. Das ist natürlich. Also, es geht hier kontinuierlich bergauf, ne? 9 Meilen noch. Können wir mal eben einen Blick auf die Karte werfen, wo wir jetzt sind. Gestartet waren wir hier unten. Also das heißt, wir haben schon, ich sag mal, 2 Drittel der Strecke haben wir schon zurückgelegt. Und es ist krass, ne? Das heißt, wir sind ein bisschen mehr als die Hälfte der kompletten Strecke gefahren. Und könnten ja dann nochmal quasi das gleiche Stück nochmal fahren. Das ist echt abgefahren. So, hier vorne ist wieder eine 25er. Müsste da nicht irgendwo ein Schild stehen? Eigentlich schon, oder? Ist da nicht. Da ist so ein. Oder? Nee. Da ist irgend so ein Holzpflock oder sowas. Nee, ich glaube, das hieß jetzt einfach nur, dass eine Weiche voraus ist. Wobei das auch keinen Sinn machen würde. W steht im Englischen bestimmt nicht für Weiche. Oder? Nee. Nein. Weiche müsste irgendwas mit Crossing sein oder sowas. Naja. Auf jeden Fall wird die Steigung hier ein bisschen flacher. Wir haben jetzt nur 0,6. Na, jetzt zieht sie wieder an. 0,8. 1,1, okay. Das heißt, wir können auch wieder ein bisschen Leistung reinnehmen wieder. 1,3. Ja, rauf, rauf, rauf. Immer schön den Berg rauf. Und ich schätze, es kann sogar sein, dass er am Anfang gesagt hat, dass wir an dem Punkt da die Loks abkoppeln sollen. Das heißt, wir müssten dann nochmal den ganzen Zug entlang laufen. Aber das sehen wir dann. Jetzt geht es erstmal hier fleißig weiter auf dem Weg. Bis dahin. Vielleicht wird Egon auf der Fahrt ja auch noch ein bisschen gesprächiger. Ich weiß es. Und wisst ihr was? Der erschreckt sich immer so, wenn ich das Signalhorn tute, ne? Es ist unglaublich. Der ist sowas von schreckhaft, was das angeht.
Da zuckt er immer zusammen. Der Egon. Ja, was willst du sagen? Da ist wahrscheinlich auch Hopfen und Malz verloren. Wie der amerikanische Profi-Rancher sagen würde. Oh, guck mal hier. Haus. In traumhafter Lage. Mit lebhafter Eisenbahnstrecke im Vorgarten. Alter, da willst du aber auch nicht wohnen, oder? Wenn hier Tag und Nacht die Züge da vorbei rappeln. Ja. Oh, Alter, guck mal, da laufen sogar Menschen. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Krass. Wie cool ist das denn bitte? 7 Meilen noch. Mensch, wir kommen unserem Ziel rasant näher. So rasant, wie es uns die Loknummer eben erlaubt. Ist klar. So, hier kreuzt der Fluss wahrscheinlich wieder. Jo. Ja, wir sind ja, oder wir folgen ja hier mehr oder weniger dem Flusstal. Oh, hier, noch mehr. Was haben wir hier? Was machen wir? So einen gewischten Güterzug. Ist auch cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Normal, bisher waren die Güterzüge immer komplett eins oder ein von einer Waggonart. Na, aber hier haben wir verschiedene Waggons. Das hier scheinen, diese obeischen scheinen irgendwie so Getreidewaggons oder sowas zu sein. Dann haben wir hier diese ganz normalen Güterwaggons. Und die Kesselwagen. Oh. Bin hier völlig abgelenkt mit Waggons gucken und sehe gar nicht, dass wir hier mal weiter beschleunigen. Wieder ein bisschen runter. So, Freunde. Wir genießen ein bisschen die Aussicht und ich würde sagen, die letzte Etappe schauen wir uns dann im nächsten Teil Trains in World an. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Freunde, ich wünsche euch was, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.